Wenn Sie eine Quelle lesen wollen, müssen Sie zunächst Zugang zum Text bekommen. Eine Möglichkeit ist, die Bestände der Universitätsbibliothek zu prüfen. Unter dem Reiter Recherche finden Sie elektronische Zeitschriften. Diese Übersicht ist eine gute Anlaufstelle für einen Überblick. Hier können Sie den Titel der gewünschten Zeitschrift in den Suchschlitz eingeben. Suchen wir zum Beispiel nach der Zeitschrift Nature, geben wir diesen Titel einfach ein und drücken Enter oder auf den Button mit der Lupe. Groß- und Kleinschreibung können Sie hier vernachlässigen. Die Ergebnisseite listet alle Treffer auf, die den Suchbegriff beinhalten, auch wenn es nur ein Teil des Wortes war. Natürlich werden Ihnen die exakten Treffer aber prominent oben angezeigt. In diesem Fall handelt es sich um den ersten Treffer, für den wir uns interessieren. Im Zweifel müssen Sie sich hier durchtesten. Vor den Treffern wird jeweils die Verfügbarkeit angezeigt. Die Legende oben verrät, was die unterschiedlichen Farben bedeuten, und hier kann ich auch gleich nach Präferenzen filtern, wenn ich möchte. Grün markierte Titel sind frei zugänglich, also auch nutzbar, ohne der Universität anzugehören. Gelbe Zeitschriftentitel können Sie aus dem Uninetz nutzen oder über eine VPN-Verbindung. Rote Titel sind leider nicht zugänglich, weil wir keine Lizenz oder kein Abonnement dafür haben. Die Kombination aus Gelb und Rot schränkt die Nutzung auf einen bestimmten Teil der Jahrgänge ein. Hier muss man zusätzlich das Veröffentlichungsjahr prüfen. Nähere Informationen bekomme ich durch einen Klick auf den Titel. Es ist immer sichtbar, welcher Lizenzzeitraum zur Nutzung zur Verfügung steht. Dabei kann es auch vorkommen, dass es mehrere Zeiträume gibt, wie hier. In diesem Fall gibt es gedruckte Hefte in den Bibliotheksstandorten und elektronische Zugriffe. Details zu den Standorten der gedruckten Hefte und deren Besonderheiten finden Sie ganz unten.